Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen auf der Ausstellung im Hauptbahnhof in Leipzig. Wir haben wieder hier unseren Kollegen, den wir schon von diversen anderen Ausstellungen kennen, der hier Modelleisenbahn mit englischen Themen präsentiert. Auch so ein bisschen Fan von Steampunk ist, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ja, mit dem ich vereinbart habe, dass wir mal auf einer späteren Ausstellung, wo ein bisschen mehr Zeit ist, dass wir da mal ein bisschen genauer auf das eingehen, was er macht. Und vielleicht erzählt er auch mal was in die Kamera. Da lassen wir uns mal überraschen. Fürs heute soll es erstmal so weit bleiben. Hier haben wir noch einen Weihnachtsbaum mit Eisenbahn ringsrum. Und eine sehr schöne TT-Anlage. Bad Sägeburg heißt, die es mir ein bisschen angetan hat. Also ich bin ja Mitglied in dem Verein gewesen, aber weiß nicht, ob die später gebaut wurde, keine Ahnung. Also ich kannte sie nicht, aber ich kannte nicht alles. Ne? Also wir waren ja sowieso immer so ein bisschen eine Außenstelle. Hier ist es auch so ein bisschen, naja, diese Felswand, die mir hier ein bisschen gefallen hat, auf die ich mich hier mal ein kleines bisschen konzentriert habe. Naja, und dann war das natürlich hier auch so ein bisschen die Paradestrecke. Dann stellt man sich natürlich als Videofilmer hin und Stativ hatte ich nicht mit, man merkt so ein Gewackel. Und schaut natürlich, was da so vorbeikommt. Hier ist es die E94 in TT, die bei mir auch noch irgendwo rumliegt. Und ein Zug mit Kohlewagen, mit Selbstentladewagen. Ja, hier noch ein paar Fotos aus einer anderen Richtung. Das ist sozusagen der hintere Teil der Anlage. Das fand ich auch hier schön, da dieses Gebäude da oben drauf. Ja, und dann sind wir wieder beim Felsen. Hier wurde dann sozusagen die sogenannte Hamsterbacke fotografiert, die dann hier durch die Gegend fährt, die ja unter anderem auch in Leipzig unterwegs ist. Und ja, mir wurde dann berichtet, ja, da haben mehrere Leute Felsen gebaut, die waren unterschiedlich talentiert, je nachdem. Und da sieht eben der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter aus. Aber ja, das ist also so an der prominenten Stelle hier, war es wahrscheinlich der bessere Teil. Ne? Also ich weiß nicht, schlechteres habe ich da eigentlich jetzt so bewusst nicht wahrgenommen. Ja, dann haben wir ja noch die Steuerung der Anlage und jetzt halte ich mal kurz den Mund, weil ich mal jetzt kurz den O-Ton hier einblenden will. Die wird doch, die hat ja doch den Spitznamen Hamsterbacke, ne, die S-Bahn, oder? Oh, fragt sich das. Gut. Nee, weil das moderne Zeug, da bin ich ein bisschen blind. Ja. Das ist, bei mir ist hier Dampf. Das ist blind. Dampf und Apore 3. Ja. Am besten noch Apore 2 oder 1. Ja, deshalb habe ich das ja sehr bedauert, dass die Wurzen weggegangen ist letztes Jahr. Ja, aber das ist eben die Frage, die wollen doch nicht einfach 2 weitermachen, oder? Nee, das werden wir nicht. Na eben. Auch Vorlagen zählen, oder nicht? Ja, naja, die gab es ja damals auch noch nicht in der Epoche 2. Na gut. Viel Erfolg. Machen wir mal noch einen Gesamteindruck hier. Ich hoffe, es der Kollege nimmt mir es nicht übel, dass ich unseren Dialog hier mit ins Video genommen habe. Das, was mit der Anlage Wurzen auf sich hat, dann müsst ihr mal in meinen Videos gucken. Die Ausstellung vom letzten Jahr, da war die Anlage Wurzen da, die ist also da aus dem Verein ausgeschieden und verkauft worden. Was ich jetzt nicht so toll fand, weil es die Enschepperer 2 Anlage war und jetzt hier quasi in Anführungsstrichen nur noch Epoche 3, 4 und 5, weil ich will ja ICE, habe ich jetzt nicht gesehen, also nicht bewusst. Während wir hier jetzt an der Anlage Großbahn sind, also in dem Fall jetzt eine Spur 1 Anlage, da hat der Verein in Leipzig auch eine lange Tradition, weil es da auch mal jemanden gab, der viel gebaut hat und das also dem Verein dann
hinterlassen hat. Der Triebwagen hier vorne, der da hatte ich extra nachgefragt, das wurde mir auch irgendwann eine Erklärung gegeben und ich habe das aber dummerweise nicht gemerkt. Also wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Und ja, eine V36, das ist ein ganz schöner Klopper, ne? Spur 1. Und selbst hier die kurzen Schwerin, das ist auch immer riesengroße Wagen. Naja. Hier haben wir noch eine schöne Begrasung, die hier gemacht wurde, die also doch recht nett aussieht. Strecke in Sand geschottert oder in Kies, ne? Ist ja Kies, wenn man es jetzt 1:1 jetzt hochrechnen würde, ne? Dann haben wir hier noch eine TT-Anlage, wo ich eigentlich der Meinung war, es ist eine Heimanlage. Hier steht aber gerade auf dem Schild, dass es auch vom Verein ist. Ja, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. So, und dann kommen wir hier zu einem vorübergehenden Highlight der ganzen Ausstellung. Und zwar sehen wir hier, es ist auch dicht im Drängen. Ja gut, es steht noch einer da, aber das war manchmal schwierig da ranzukommen, weil da wirklich oft viele standen. Das ist eine Feldbahn vom Klaas Sommer, den der eine oder andere aus meinen Videos ja auch von Fremdbetreffen her kennt, der sich dort aber aus Altersgründen leider verabschiedet hat und eben auch immer für viele schöne kleine Basteleien und da immer begeistert hat. Ja, und jetzt hat er hier so eine schöne kleine Feldbahnanlage gebaut, die also wirklich begeistert war. Ein bisschen mit Humor, ne, hier mit den Saurier, da war dann einer, ein Platz war frei, da hat er dann die Kinder immer den Saurier suchen lassen, der guckte dann irgendwo aus der Felswand raus. Ja, und das war eben alles wirklich, also da kann man nicht meckern. Das war eine sehr, sehr schöne Sache, die er uns da präsentiert hat. Das hier ist auch ein bewegliches Fahrzeug, was jetzt hier im Foto natürlich steht, aber es ist gefahren. Na, also so, was weiß ich, hier ein Car-System. Und hier wird noch fürs leibliche Wohl gesorgt. Na, mit dem, wie man im Hintergrund sieht, der Kollege da im Hintergrund, der hat auch reichlich schon genascht vorher. Ja, und das ist doch eine Sache, die sich sehen lässt. Ich war ja am vorletzten Tag auf der Ausstellung, ich war vorher schon mal wieder krank und bin deshalb nicht hingekommen. Also am vorletzten Tag habe ich dann mich dann schnell noch dorthin bequemt und da gab es dann hier schon so ein bisschen das eine oder andere Problem. Aber wir wissen das ja von kleinen Spuren, dass die dann mitunter, sag mal, schneller irgendwelche elektrischen Probleme kriegen oder Kontaktprobleme, als das bei größeren Spuren der Fall ist. Das war eben hier auch leider so. Ich weiß nicht, was das für eine Schienenbreite ist, also vergleichbar mit Z, glaube ich, oder. Und ja, hier haben wir dann nochmal die Saurier. Ja, also quasi die Saurier-Ausstellung am Bahnhof. Dann haben wir hier eine N-Anlage mit dem Titel Saaletal. Ja, das ist ja immer ein schönes Thema, Saaletal. Weil links und rechts Berge und in der Mitte ein Tal mit einer schönen Hauptbahn. Da kann ich mich noch als Jugendlicher erinnern, dass in Saalfeld, wo das Ganze hinführt, dann noch so eins der letzten BWs war, wo die 01 beheimatet war. Und sind dann von Saalfeld nach Leipzig gefahren und dann stand die 01 im Leipziger Hauptbahnhof, was ja heute bestenfalls im Museumsbetrieb mal passiert, aber damals eben noch regelmäßig. Hier haben wir dann noch mal kurz die TT-Anlage, die ich vorhin hier als Heimanlage bezeichnet habe. Also auch da, um das oft zu klären, wer es weiß, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, und dann haben wir hier die Anlage Torgau, die wohl relativ neu ist. Also die gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich bin ja die mittlerweile auch schon. Gott, ich weiß gar nicht, wie. Ich weiß es also im Moment gar nicht, wie lange ich aus dem Verein schon raus bin, also mindestens 10 Jahre. Ja.
Ja, schön mit Kulisse. Ich glaube, hier hat sich doch noch mal ein anderes Bild, eine Sequenz von der anderen Lore eingeschlichen. Das ist ja natürlich jetzt nicht die. Aber lass uns mal so drin. Ne? Und gucken uns jetzt weiter die Anlage Turke an. Da haben wir noch den Namen. Und im Hintergrund, ne, das ist ja ein, ehemaliger Speisesaal im Hauptbahnhof, wo diese Ausstellung stattfand. Das ist ja in Leipzig auch immer üblich, dann hier 3 Wochen Ausstellung zu machen. Habe ich ja früher auch gemacht. Ist ziemlich belastend und na, sagen wir mal, nicht personalschonend, aber es ist eben ja eine Einnahmequelle, die eben sehr wichtig ist für den Verein, und deshalb ist das auch vernünftig, das so weiterzumachen. Es ist bloß von Jahr zu Jahr wird es eben immer kleiner. Gut, auf dem Niveau, auf dem es heute ist, war es auch vors Jahr. Aber es gab eben Zeiten, wo die Ausstellung deutlich größer war. Also zu DDR-Zeiten, gut, da hat jeder, der bei der Bahn gearbeitet hat, freigekriegt für die Ausstellung. Ne? Also das sind ganz andere Zeiten. Das ist mit heute nicht zu vergleichen. Wo also eine Bahn AG dann an sowas überhaupt kein Interesse hat. Ja, zum Schluss noch ein paar schöne Fotos. Noch ein paar Schnappschüsse. Ihr wisst ja, ich versuche dann immer mal so ein bisschen Details zu fotografieren. Durch Turke fließt die Elbe. Das ist also jetzt die Elbe mit dem Frachtschiff, was jetzt hier auf die Elbbrücke zusteuert. Dann haben wir ja noch eine kurze Sequenz. Mit einer lustigen Zusammenstellung. Aber es ist, sie sind ja wirklich so chaotisch gefahren manchmal. Solchen Kombinationen. Ja, dann haben wir hier noch eine kleine Anlage, die also 4 Jahreszeiten symbolisiert. Ne? Wir hatten gerade Frühjahr, jetzt ist hier der Sommer. Dann sehen wir jetzt hier der Herbst. Ich hatte Frühjahr und Sommer, jetzt habe ich so richtig, ich muss dann beim 2. Mal hingucken, dass dann ein paar Bäume blühen, und dann kommt natürlich der Winter. Was hier auch schön gemacht ist, das ist eine nette Sache, diese hier. Das wird der Frühjahr, ne? Da blühen dann die Bäume. Dann haben wir noch ein paar Vitrinen zu verschiedenen Themen. Das ist ja auch immer so eine Tradition. Nicht nur in Leipzig. Wir hatten es ja letztens in meinem Video gesehen, wo ich in Plauen auf der Ausstellung war. Die haben das ja auch so gemacht. Ja, das kenne ich auch noch. Da ist in so einer Vitrine ist übrigens die Poisenthal als Poisenthalbahn entstanden. Ne? Also das Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Hier auch noch kleiner Schnappschuss, aber ist leider ein bisschen schief. Und ja, und dann sind wir hier schon am Ende des Videos angekommen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus und denkt dran, wer noch nicht abonniert hat, das ist völlig kostenlos. Und wer dann noch die Glocke klickt, der wird dann erinnert, wenn ich irgendwie ein Video hochlade. Und so ein Daumen nach oben wäre auch ganz nett. Und am allerliebsten sind mir Kommentare, wo wir über alle möglichen Themen diskutieren können. Natürlich hier vorzugsweise über diese Ausstellung. Einen schönen Abend.